Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, Sie zur zweiten Vorlesung der älteren deutschen Literatur begrüßen zu können. Sie denken bitte wieder daran, die PowerPoint-Präsentation, die dazugehört, in OLAT zu öffnen. Ja, heute soll es um den mittelalterlichen Literaturbetrieb gehen. Bitte blättern. Sie sehen einige Literaturhinweise, falls Sie Bibliotheken doch noch aufmachen sollten, bevor Sie die Klausur schreiben müssen, haben Sie hier einige Literaturhinweise, die grundlegend sind für diese Vorlesung. Das heißt, wenn Sie mal etwas nicht verstanden haben sollten, sich noch tiefergehend informieren möchten, sind diese drei Einführungsbände ausgezeichnet, um hier Lücken zu schließen oder Dinge zu vertiefen. Aber für die Klausur und das Bestehen der Klausur reicht völlig das, was ich Ihnen hier in der Vorlesung vermittle. Bitte umblättern. Ja, Literaturbetrieb. Wir müssen natürlich beide Teile dieses Begriffs, der heute im Mittelpunkt dieser Vorlesung steht, definieren. Was ist eigentlich Literatur? Ja, eine ganz schwierige Frage. Bitte blättern Sie einmal. Da finden Sie eine Definition von Literatur. Sie klicken. Sie kennen alle vornehmlich Literatur als das, was man schöne Literatur nennen könnte, nämlich literarische Texte, die der Unterhaltung und dem Vergnügen dienen, fiktionale Literatur, Belletristik auch genannt. In diesen Texten, die ja sehr reichhaltig sind, mit der Palette vom Science-Fiction zum Kriminalroman bis hin zur ernstzunehmenden Literatur, werden ja gesellschaftlich-menschliche Probleme im Grunde reflektiert. Und diese stellen oftmals auch ein Seismograph für gesellschaftliche Befindlichkeiten dar, diese Texte. Das ist das, was Ihnen, glaube ich, als Literatur sehr vertraut ist, sogar auch von der Schule noch, ja, im Deutschunterricht oder auch in den anderen Sprachen, wo Sie solche Texte analysiert haben und literaturwissenschaftlich schon untersucht haben. Daneben gibt es aber für das Mittelalter und für die RDL einen weiteren Literaturbegriff. Und Sie klicken. Und dieser weitere Literaturbegriff, der umfasst auch das, was man Gebrauchsliteratur in Abgrenzung zur schönen Literatur nennen könnte. Sie klicken weiter. Gebrauchsliteratur meint zum Beispiel Urkunden, Rechtsurkunden. Ja, die verliehen werden einer Privatperson, einer Institution. Auch die würden in die ältere deutsche Literatur und in unsere Analysen und in unsere wissenschaftlichen Arbeiten aufgenommen werden. Das gilt auch für Briefe, die für uns maßgeblich sind. Sie klicken und Sie klicken noch einmal. Auch Aufzeichnungen des Verwaltungswesens, das heißt Rechnungen, Ordnungen, und vieles mehr gehören für uns zum Literaturbegriff wie selbstverständlich dazu. Da unterscheiden wir uns also ein bisschen von der neueren deutschen Literatur. Sie klicken weiter und das gilt auch für Geschichtsschreibung. Ja, auch die unterliegt der literaturwissenschaftlichen Analyse. Sie klicken noch einmal, die Geschichtsschreibung wird kursiv. Damit möchte ich andeuten, dass natürlich die Gebrauchsliteratur mit diesen vier ja, Gegenständen nicht abgeschlossen ist, sondern zur Gebrauchsliteratur gehören auch Edelstein-Allegorien, also Allegoresen von Edelstein, Sprichwortsammlungen, medizinische Schriften und vieles mehr. All dieser Texte nehmen wir uns literaturwissenschaftlich an. Viele von denen sind auch gereimt im Mittelalter. Das heißt, die treten mit einem literarischen Anspruch auf, mit einem poetologischen Anspruch. Also wir in der elterndeutschen Literatur arbeiten mit einem weiten Literaturbegriff, der im Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts sich ausgeprägt hat, auf literae. Es ist der Plural lateinisch von littera, Buchstabe, gründend
Literae meinte damals oder bezeichnete damals jeden gelehrten Schrifttext. Und erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts gab es dann sozusagen die Auskopplung in der Begrifflichkeit, in den Belles Lettres, ja, eben in der schönen Literatur, die heute für die neuere deutsche Literatur maßgeblich ist. Vielleicht so viel erstmal zum unserem spezifischen Literaturbegriff in der älteren deutschen Literatur. Sie blättern, bitte. Ja, wir schauen und Sie klicken an. Was meint Betrieb eigentlich? Nun ja, Betrieb ist ja ein Kunstwort, ein Hilfswort. Im Grunde geht es darum, bei dem Literaturbetrieb herauszufinden, wer betreibt eigentlich Literatur, zu welchem Zweck und wo wird Literatur betrieben? Was sind Voraussetzungen für die Akteure im Betrieb? Welche Bildung haben eigentlich die Menschen, die sich mit mittelalterlicher Literatur zu ihrer Zeit beschäftigen können? Das heißt, wir fragen einmal nach den Orten der Entstehung und Rezeption von Literatur. Sie sehen hier eine Kirche, ein Kloster und eine Burg. Ja, damals entsteht Literatur eben in Institutionen, in Bildungsinstitutionen. Heute durch den Buchmarkt und durch das Internet sind wir gewohnt, dass wir jeder individuell auf Literatur zugreifen können, dass wir in eine Buchhandlung gehen können, uns ein Buch kaufen können, uns einen Text aus dem Internet runterladen können. Das ist im Mittelalter gänzlich anders. Ein Buchmarkt existiert noch nicht. Das heißt, Literatur, ihre Produktion und Rezeption ist an bestimmte Institutionen gebunden, an bestimmte Orte. Sie klicken weiter und sehen, ja, auch bei den Personen gibt es Einschränkungen. Heute ist unsere Gesellschaft weitgehend alphabetisiert. Das heißt, fast alle Menschen in unserer Gesellschaft können lesen und schreiben. Das ist im Mittelalter jetzt doch sehr anders. Wer ist eigentlich schriftfähig? Wer interessiert sich für diese Literatur? Wer liest diese Literatur? Wer hört diese Literatur, die wir heute noch aus dem Mittelalter vorliegen haben in Quellen und mit denen wir uns akademisch beschäftigen? Sie sehen hier mal drei Personen abgebildet. Das sind links Hartmann von Aue, in der Mitte Walter von der Vogelweide und rechts Wolfram von Eschenbach. Alles in Miniaturen der manessischen Liederhandschrift. Und Sie blättern weiter. Drittens die Frage nach den Bedingungen von Literatur. Was benötigt man eigentlich zum Schreiben? Sie sehen links eine Schreibwerkstatt mit einem professionellen Schreiber. Was benötigt man für Bildung, um überhaupt lesen zu können? Ja, Sie sehen in der Mitte eine Wachstafel, in der jemand etwas einritzt, ne, einen flüchtigen Gedanken, der nicht lange überdauern soll, aber sowas wie ein Notizblock. Ne, dafür hat man im Mittelalter Wachstafeln genutzt und ein Messer, in dem man kleinere Texte in diese Wachstafeln hat einritzen können. Aber um solche flüchtigen Gedanken in Dauer verleihen zu können, benötigt man Skriptorien, ja, Werkstätten, in denen man auf Pergament mit Federn und Tinte hat schreiben können. Rechts sehen Sie Mönche, die in einem Skriptorium arbeiten. Ja, Sie blättern weiter, also vielleicht nochmal zu den Unterschieden zwischen Mittelalter und Neuzeit. Sie klicken, der Bildungsstand der beteiligten Personen ist also ganz entscheidend. Im Mittelalter sind die allermeisten Menschen von Bildungsgütern ausgeschlossen. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Man kann eigentlich die Schrift nur in Kloster- oder Bischofsschulen erlernen. Das heißt, eine ganz schmale, kleine Bildungselite hat Zugang zur Schriftlichkeit. Sie klicken weiter.
Das heißt, unsere Gesellschaft im Mittelalter ist noch ganz stark von Mündlichkeit geprägt. Und diese Formen der Mündlichkeit, ja, die können wir heute nur noch schlecht greifen. Dazu gehören natürlich Gesangsauftritte, Musizieren. Zu dieser Mündlichkeit gehören aber auch mündliche Erzähltexte, die im Umlauf waren, Sagen. Wir können über diese Sphäre der Mündlichkeit heute ganz wenig nur noch aussagen. Für uns ja, spiegelt sich das Mittelalter und das kulturelle Wissen des Mittelalters und die Literatur des Mittelalters ja in den schriftlichen Erzeugnissen, die uns überliefert sind. Ja, Sie blättern bitte weiter. Was gehört zur Ausbildung eines geregelten Schriftbetriebs? Voraussetzung dafür sind natürlich literarische Ambitionen. Sie klicken. Das heißt, wer hat eigentlich ein Interesse daran, einen geregelten Schriftbetrieb auszubilden? Zur Bildung der Akteure werde ich Ihnen in der nächsten Woche ganz viel sagen. Das soll uns heute weniger beschäftigen. Heute möchte ich mich viel mehr erstmal mit den Orten der Literatur beschäftigen und danach mit den beteiligten Akteuren, Personengruppen, die ja über literarische Bildung verfügen. Nächste Woche werde ich Ihnen dann darstellen, woher diese Personen ihre literarische Bildung beziehen. Ja, als allerersten Literaturort und das auch in der chronologischen Reihung des Mittelalters ist das Kloster zu nennen. Im Kloster geht es vornehmlich darum, oder ein wichtiger Arbeitsbereich des Klosters ist neben dem Beten und dem Gottesdienst das Abschreiben und Konservieren von Literatur. Ja, Sie klicken bitte einmal. Und zwar gerade schon in der karolingischen Kulturreform, wir hatten das schon letzte Woche, geht es darum, die Werke der klassischen Antike abzuschreiben. Ja, das heißt, die Klassiker des Ovids, der für das ganze Mittelalter hindurch ein unglaublich wichtiger Denker und auch Bereitsteller von Geschichten war, Vergil, dessen Aeneis im Mittelalter eifrig rezipiert wurde, Lucan, Terenz, der große Komödiendichter, Cicero, Platon, Ptolemäus, Seneca, Boethius und so weiter und so fort. Also all die großen antiken Klassiker finden Eingang ins Mittelalter über die Klosterliteratur. Sie blättern bitte. Das zweite ist die Patristik. Das sind die Schriften der Kirchenväter der Spätantike. Auch hier klicken Sie bitte weiter. Diese Kirchenväter kommentieren vor allen Dingen die urchristlichen Schriften, das heißt die Apokryphen, die Bibel, und kommentieren dieselben und machen sich Gedanken über den Christ und seine Stellung in der Welt und zu Gott. Ja, Sie klicken weiter. Diese Produktion der Kirchenväter dauert vom 2. bis zum 8. Jahrhundert. Sie klicken weiter. Große Kirchenväter sind Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz, Johannes Chrysostomus. Das sind die frühen und Sie klicken nochmal weiter. Dann kommen wir zu den späten Kirchenvätern: Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Gregor der Große, Isidor von Sevilla und Beda Venerabilis. Das sind Werke, die immer wieder in den Klöstern abgeschrieben werden und das ganze Mittelalter hindurch in lateinischer Schrift im kulturellen Wissen präsent sind. Sie blättern. Daneben haben wir Bibelübersetzungen, ein ganz wichtiger Bereich klösterlicher Literatur. Das heißt, die Bibel wird nicht nur in lateinischer Sprache immer wieder abgeschrieben als Vulgata. Nein, die Bibel wird auch immer wieder übersetzt, vor Luther schon im deutschsprachigen Mittelalter. Nur keine dieser Übersetzungen erlangt irgendwie eine religiöse Bedeutung in dem Sinne, wie sie dann Martin Luthers Bibelübersetzung erlangt hat als kanonischer
Text. Sie klicken, Ottfried von Weißenburg ist der Erste, der eine Teilübersetzung der Bibel angefertigt hat. Sie klicken weiter, der lebte so geboren um 790, gestorben 875, sind also im Frühmittelalter hier. Sie klicken weiter, der ist Mönch und Gelehrter, hat im Kloster Fulda seine Ausbildung erhalten. Sie klicken und der schreibt den Liber Evangeliorum. Das ist eine althochdeutsche Evangelienharmonie. Was ist eine Evangelienharmonie? Eine Evangelienharmonie ist die Zusammenschrift aller vier Evangelien in einen einzigen Text. Das heißt, der nimmt aus allen Evangelien Episoden, Bemerkungen und so weiter heraus und übersetzt diese dann ins Deutsche und macht aus vier Texten einen einzigen Text. Der harmonisiert sozusagen die verschiedenen Ausgestaltungen der Evangelien zum Leben Jesus. Ja, Sie klicken weiter. Hier sehen Sie eine Handschrift dieses Evangelienbuchs, wie sie uns heute überliefert ist, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie das heute aussieht. Eine solche frühmittelalterliche Handschrift. Sie blättern weiter. Daneben gibt es im Kloster aber, und das ist für uns sehr spannend, zufällig erhaltene Niederschriften von mündlichen Erzählungen. Ja, genau das, was wir eigentlich nicht haben, finden wir in zufälliger Form erhalten. Zum Beispiel das Hildebrandslied. Wir sind hier Anfang 8. Jahrhundert, also auch ganz früh. Und das Hildebrandslied ist nur auf den Buchdeckeln einer mittelalterlichen lateinischen Handschrift erhalten. Das heißt, irgendein Schreiber hat diese Sage von Hildebrand auf einem Innendeckel aufgeschrieben. Ja. Vielleicht als Schreibprobe, vielleicht weil er das besonders toll fand, aber es ist eigentlich kein Text, der als überlieferungswürdig im 8. Jahrhundert angesehen wurde. Das Hildebrandslied ist im Grunde eine weltliche Erzählung von Krieg, Kampf, und zwar einem Kampf von Vater und Sohn gegeneinander. Also so ein bisschen, ich habe letzte Woche schon gesagt, die Star Wars-Geschichte in einer ganz frühen Form. Ja, das tragische Aufeinandertreffen von Vater und Sohn, die sich nicht erkennen und gegeneinander im Kampf antreten. Also ein dramatisch-tragischer Text, wenn Sie so wollen. Ja, Sie sehen auch oben das Althochdeutsch, ich lese es mal ganz kurz vor. I gehorta dat seggen, dat si uhetton, enon murtin, hiltibrand, entihadubrand, unterherion tuem. Sie übersetzt das auch mal, das ist der Anfang des uns erhaltenen Hildebrandliedes. Ich hörte das Erzählen, ne? I gehorta dat seggen, dass sie eine gleiche Absicht hatten, dass sie Hetton, Enon, Murtin eine Absicht hatten, Hildebrand und Hadubrand zwischen den beiden Heeren. Also, Hildebrand, der Vater, trifft seinen Sohn Hadubrand. Beide haben die gleiche Absicht. Sie begegnen sich zwischen ihren auf sich gegenüberstehenden Heeren. Da in der Mitte begegnen die beiden sich. Und dann reden sie erst miteinander und später kommt es zum Kampf. Sie blättern bitte weiter. Nun, dieses Hildebrandslied, weil es nur auf einem Buchdeckel überliefert ist und der Buchdeckel nicht genug Platz bot, bricht mitten in der Handlung ab. Das heißt, wir wissen gar nicht ganz genau, wie die Handlung ausgeht. Ja, hier sehen Sie, unti im Irolintun lutilu wurtun givigan miti wapnun, also bis ihnen ihre Lindenschilde zu Bruch gingen, zerstört von den Waffen, heißt es. Es sind ganze 68 Verse, die wir hier erhalten haben von diesem Lied, aber sie gibt uns eben einen Einblick mal, einen zufälligen Einblick in die Welt mündlichen Erzählens im Frühmittelalter.
Und auch da von diesen mündlichen Erzählungen wissen wir, wie gesagt, nur durch das Kloster, weil dort jemand, ein Mönch, sich die Mühe gemacht hat, diese mündliche Erzählung aufzuschreiben. Die Verschriftlichung erfolgt also eher zufällig. Sie blättern bitte um. Zumeist aber, und das ist die Hauptaufgabe der Literaturproduktion in Klöstern, neben dem Abschreiben antiker Klassiker und patristischer Werke, ist die Produktion religiöser Texte im Allgemeinen. Und alle diese Texte werden erst einmal auf Latein aufgeschrieben. Das Althochdeutsche und Mittelhochdeutsche erfolgt erst später und bietet bis ins 12. Jahrhundert hinein, mit Ausnahme des Hildebrandslied, ausschließlich geistliche Texte. Nahezu ausschließlich geistliche Texte, muss man sagen. Ja, soweit vielleicht zum Kloster. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier eine Predigthandschrift aus dem 9. Jahrhundert. Und wenn Sie genau schauen, gibt es hier eine fette schwarze lateinische Schrift. Und Sie sehen unten auf der Seite des Pergaments eine etwas blassere Schrift. Ja, klicken Sie doch mal. Ich meine, das, wo jetzt der Pfeil Ihnen einen Verweis macht, da steht noch etwas anderes in anderer Schrift. Und ich drehe jetzt mal, Sie klicken zweimal. Also oben ist das, wo jetzt der rote Pfeil ist. Sie klicken nochmal weiter und wir drehen das Pergament jetzt mal um. Ja? Und wenn man das macht, sieht man, diese Schrift da unten auf der Seite, die jetzt oben zu sehen ist, ist nicht Latein, sondern auch das ist Althochdeutsch. Es handelt sich um den sogenannten Lorscher Bienensegen, der hier am Rand einer lateinischen Predigthandschrift, weil Platz war, aufgeschrieben worden ist. Auch den lese ich vielleicht mal vor. Also auch das eher eine zufällige Überlieferung. Kirst imbi ist Hutze, nu pflögt du, uhi minas hera, Friedu frono in Gottes Mund, heim sie kommene gesund. Sitzi, Bina, in Boot dir Sankte Maria. Hurolop ni habe du, zi holze ni flug du, noch du mir nin drinnes, noch du mir nin winnest. Sitzi filus tillo, furki Gottes Willon. Auch das übersetze ich Ihnen mal. Christ, der Bienenschwarm ist raus. Nun flieg du, mein Vieh, herbei, im Frieden des Herrn, im Schutz Gottes, komme gesund nach Hause. Sitz, Biene, befahl dir die heilige Maria. Urlaub sollst du nicht haben, flieg nicht in den Wald. Weder sollst du mir entrinnen, noch mir entkommen. Sitz ganz still, erfülle den Willen Gottes. Ja, Sie blättern einmal um, nochmal zufällig eingetragen auf einer, nicht zufällig eingetragen, sondern willentlich natürlich eingetragen, aber zufällig dann für uns überliefert am Rand einer Predigthandschrift. Solche Segenssprüche, Zaubersprüche, auch zum Teil genannt, stellen eben sicher, dass die Ordnung Gottes aufrechterhalten wird. Ja? Sie sehen hier die vielen Verweise auf religiöses Grundwissen, auf Maria, auf Gott, auf die Ordnung der Welt, dass sie erhalten sein möge. Und dass die Bienen sich eben für das Kloster als nützlich erweisen und nicht den Standort wechseln, sondern da bleiben. Ja, also das sind so kleine volkssprachige Einsprengsel im Frühmittelalter in eine überwiegend lateinische Klosterkultur. Sie blättern weiter. Hier kann man das nochmal vielleicht ganz schön an diesem Ausschnitt etwas größer erkennen. Da können Sie selber mal sehen, was Sie
an so einer Handschrift lesen und erkennen können und was vielleicht für sie nicht unbedingt lesbar ist. Sie blättern weiter. Ja, wie kommt die Literatur von den Klöstern an andere Institutionen? Ja, also wir haben so im Frühmittelalter, wenn Sie so wollen, vom 8. Jahrhundert bis Mitte des 12. Jahrhunderts eigentlich Literatur fast ausschließlich in Klöstern und an Kathedralkirchen, an Bischofssitzen. Ja, und die restliche Gesellschaft, alle anderen Orte sind eigentlich von der Literaturproduktion wie Rezeption ausgeschlossen. Das ändert sich dann im 12. Jahrhundert und das scheint zu tun zu haben mit den sogenannten Hausklöstern. Was sind Hausklöster? Hausklöster sind von Adligen auf ihrem Besitz gegründete Klöster. Warum fangen Adlige an, Klöster selbst zu gründen? Nun, sie sind hilfreich für die Erschließung des Landes, weil man dort auf Schriftlichkeit zurückgreifen kann. Die Voraussetzung für eine geordnete Verwaltung des Landes ist. Ja? Hier kann man Urkunden ausstellen, um Besitzrechte zu verleihen. Hier kann man Urkunden ausstellen, um Verträge zu schließen mit anderen Parteien. Hier kann man Briefe schreiben lassen. Das heißt, der Adel hat ein zunehmendes Interesse daran, seine Gebiete schriftlich zu verwalten. Und dafür braucht man Mönche, die man in solchen Hausklöstern die man dort leben lässt, die man dort zusammenzieht, denen man dort ein Auskommen gibt. Und diese Hausklöster, Sie blättern bitte, sind auch dafür da, die Stifterfamilie zu begraben. Also es gibt Grabkapellen, entweder in Hausklöstern oder in Kirchen. Ja, die Hausklöster sollen auch am Jahrestag des Todes der Stifter dann der Stifter gedenken, für diese beten, dass sie bei Gott Aufnahme erhalten, also sozusagen Vorsorge für das Seelenheil treffen. Im Mittelalter gibt es den Gedanken, dass man umso mehr Chancen hat, ins Himmelreich einzuziehen, umso mehr Menschen für einen beten. Ja, also auch dafür sind diese Hausklöster da, für die Seelsorge der adligen Stifter. Sie blättern einmal weiter. Hier ist es ganz schön, das war jetzt der Braunschweiger Dom, den Heinrich der Löwe gestiftet hat. Und Sie sehen, dieser Dom findet sich als kleine Abbildung in der Hand des Stifters auf dem Grabmal wieder. Ja, aus diesen Hausklöstern konnte man also Kapläne, Hofgeistliche, Lehrer, Ärzte und so weiter rekrutieren für den Dienst an der adligen Familie. Und in diesen Hausklöstern wurden dann in lateinischer Sprache auch Familiengeschichten geschrieben. Also wo kommt eigentlich die adlige Familie her, die das Kloster gestiftet hat? Wer gehört zu dieser adligen Familie? Das sind so erstmals Texte, die sich mit adligem Leben befassen, mit der adligen Herkunft befassen, mit der adligen Familie befassen. Und von diesen Hausklöstern, so jedenfalls glauben das viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der älteren deutschen Literatur, ist ein geregelter Schriftbetrieb für den Hof ausgegangen. Das heißt, nicht nur das Kloster selbst interessiert sich mehr für diese Texte, sondern jetzt auch die Adligen und die Adelshöfe beginnen sich für diese Art von Schriftlichkeit, Verwaltungsschriftlichkeit einerseits, aber auch die eigene Geschichte der Familie zu interessieren. Und wie so eine Klosteranlage in die eigene Herrschaft integriert werden konnte, das möchte ich Ihnen jetzt an einer architektonischen Gesamtplanung einer Pfalzanlage zeigen. Und zwar am Beispiel Braunschweigs,
das Heinrich der Löwe zu seinem Herrschaftssitz erklärt hat. Ja, der große Welfenherzog Heinrich der Löwe, Mitte des 12. Jahrhunderts. Sie blättern bitte einmal um. Ja, da sehen Sie in Braunschweig die Burg Dankwaderode, auf der Heinrich der Löwe residiert hat. Sie klicken, da sehen Sie das Löwenstandbild. Sie klicken noch einmal weiter. Ja, das Löwenstandbild, das eben Wahrzeichen Heinrichs des Welfen ist, von dem er seinen Namen ableitet. Sie klicken nochmal weiter und nochmal bitte. Hier ist nochmal die Burg Dankwaderode, die steht an dieser Ecke. Sie klicken weiter, das Löwenstandbild mit dem imperialen Anspruch des Herzogs. Und Sie klicken nochmal und da ist dann der Braunschweiger Dom, in dem er seine Ruhestätte gefunden hat und wo er seine lateinisch gebildeten Geistlichen hat versorgen können, wo die ein Einkommen hatten, eine sogenannte Präbende, wo die Geistlichen leben konnten und wo er sie für Dienste hat rekrutieren können. Sie blättern noch einmal weiter. Mit dieser Instrumentalisierung von Geistlichen wird also die weltliche Herrschaft zunehmend verschriftlicht. Das heißt, ein Kanzleiwesen bildet sich ab der Mitte des 12. Jahrhunderts heraus. Hier sehen Sie eine Urkunde, ja, eine Rechtsurkunde. Sie blättern noch einmal weiter. Die erste Deutschsprache, alles erstmal in Latein. Die erste deutschsprachige Urkunde gibt es dann erst im 13. Jahrhundert. Hier sehen Sie den Mainzer Reichslandfrieden von 1235. Das ist eine Kaiserurkunde. Kaiser Friedrich II., der hat die erste Königsurkunde in mittelhochdeutscher Sprache verfasst. Die sehen Sie hier. Es geht darum, die Fehdegewalt der Adligen erheblich einzuschränken. Die dient also der Friedenssicherung, wenn Sie so wollen, diese Urkunde. Also dafür, für solche Vorgänge sind Kanzleien herangezogen worden, ist Schriftlichkeit verwendet worden. Das heißt, wir befinden uns hier im Bereich der Gebrauchsliteratur. Dazu gehören neben den Verwaltungsschriften auch das Abschreiben lateinischer Schultexte, geistlicher Texte und so weiter. Auch das ist in den Hausklöstern gemacht worden. Aber anscheinend als ein Nebenprodukt dieser geistlichen Tätigkeit und der Verwaltungstätigkeit scheint auch schöngeistige Dichtung aus diesen Klöstern, aus diesen Hausklöstern herauszuwachsen. So jedenfalls unsere Vorstellung. Das heißt, Geistliche bekommen jetzt von den Fürsten den Auftrag, auch weltliche Literatur zu verfassen. Literatur, die ja von Liebe handelt, von Gewalt handelt, von Krieg handelt. Ja, und das ist eine ganz neue Literatur, die in der Mitte des 12. Jahrhunderts entsteht, die nicht mehr der Verehrung Gottes dient, nicht mehr eine religiöse Zweckbindung hat, sondern ganz ähnlich wie das Hildebrandslied, das wir ja zufällig nur aufgeschrieben sahen im 8. Jahrhundert, jetzt den Mensch und sein Wirken in den Mittelpunkt der Literatur stellen. Ja, Sie blättern bitte weiter. Das heißt, vom Hauskloster aus scheint es sozusagen ein Export an schöner Literatur an den Hof gegeben zu haben. Ja, welche Höfe gibt es überhaupt? Hier müssen wir nochmal differenzieren. Sie blättern weiter und klicken. Es gibt natürlich die großen Kaiser- und Königshöfe. Sie klicken weiter. Aber es gibt auch die Fürsten, die Territorialfürsten und deren Höfe. Das heißt, die Höfe der Herzöge und Landgrafen. Sie klicken weiter. Und schließlich haben wir noch Bischofshöfe. Und Sie dürfen jetzt nicht die Vorstellungen moderner Bischöfe auf mittelalterliche Bischöfe übertragen. Diese mittelalterlichen Bischöfe sind große Territorialherren, die sehr adelig leben.
ja, die sich auch für weltliche Texte, für Texte, die von Liebe und Gewalt handeln, durchaus interessieren. Das heißt, und sie blättern weiter, wir haben es von der Mitte des 12. Jahrhunderts an mit einem kulturellen Umwälzungsprozess zu tun. Und das habe ich Ihnen versucht darzustellen. Zwischen 1170 bis 1230 entsteht volkssprachige Literatur am Hof, die nicht dominant religiös geprägt ist, sondern von weltlichen Inhalten. Ja, Texte, die uns als Literaturwissenschaftler vorrangig interessieren und die wir ja, als Romane bezeichnen. Die entsteht in diesen, also, oder diese Form der Literatur entsteht in diesen 60 Jahren. Und das hat was damit zu tun, dass von den Hausklöstern und deren Schriftlichkeit ausgehend jetzt an den Höfen literarische Interessen der Adligen bedient werden konnten. Zuvor war die deutsche Sprache zweckgebunden eingesetzt. Ja, wir haben vor 1170 in deutscher Sprache religiöse Gebrauchstexte, Bibelkommentare, zum Beispiel der Ottfried mit seiner Evangelienharmonie. Wir haben Heiligenviten. Wir haben auch Geschichtsdichtung, immer verstanden Geschichtsdichtung als eine Heilsgeschichte, also eine christliche Geschichte. Also alles Texte, die dem weiten Literaturbegriff entsprechen. Aber schöne Literatur, die beginnt, die Epoche der schönen Literatur, die beginnt um 1170 und mit dem Aufkommen der Höfe als Orte der Literatur. Vorher hatten wir natürlich auch schon Möglichkeiten der Unterhaltung an den Höfen in Form von Turnieren, von Spielleuten, von Gauklern, von mündlichen Erzählungen, denen man zuhören konnte. Aber neu ist jetzt eben ab 1170, dass man auch schriftliche Texte an den Höfen rezipieren kann. Ja, welche Autoren und welche Texte werden eigentlich ab 1170 rezipiert? Sie blättern bitte weiter. Ich habe Ihnen mal einige Beispiele mitgebracht. Heinrich von Veldecke, Aeneas-Roman. Das heißt, es ist Vergils Aeneis, die jetzt in deutscher Sprache nachgedichtet wird. Wir haben Hartmann von Aue als einen ganz frühen Dichter, der ab 1180, 85 Artus-Romane aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, aber auch höfische Legenden schreibt. Legenden sind im Mittelalter religiöse Erzählstoffe, die das Leben eines Heiligen, eines potenziell Heiligen erzählen können. Hier Amor Heinrich und Gregorius. Und wir haben natürlich auch das als eine ganz neue Form der Literatur, weltliche Lyrik, die von Liebe, Politik, Alltag und so weiter handelt. Und als größter Lyriker des Mittelalters dürfte Ihnen Walter von der Vogelweide schon bekannt sein. Nun, diese Formen der Dichtung, die wir vor uns haben, weltliche Unterhaltungsdichtung, die von Gewalt, Krieg einerseits und Liebe andererseits vornehmlich handelt, ist für eine kleine kulturelle Elite gedacht. Für den hohen Adel, der an diesen Texten ein Interesse gefunden hat. Wie kommt das? Warum auf einmal hat der Adel ein Interesse daran? Nun, begünstigt wird das Ganze dadurch, dass im Laufe des 12. Jahrhunderts die Adelshäuser sich größere Territorien aneignen. Also man spricht hier von einem Territorialisierungsprozess. Die Macht und der Einfluss der Fürsten wächst, das Vermögen der Adelshäuser wächst und Kultur scheint ein Ausdruck des Selbstbewusstseins dieser politisch-wirtschaftlichen Elite zu sein. Literatur, wenn Sie so wollen, als ein Teil der adligen Selbstdarstellung.
Und dieses Interesse daran, sich kulturell auszudrücken, sich kulturell ja irgendwie selbst darzustellen, sich darstellen zu lassen, von den Themen zu erzählen, die einen beschäftigen als Adeliger, ja, das hat wohl dazu geführt, dass ein höfischer Literaturbetrieb sich ausprägen konnte ab 1170, der Identifikationsangebote für den Adel geschaffen hat. Sie blättern weiter um. Hier geht es letztlich um Geltungsansprüche des Adels, um eine Repräsentatio, eine Repräsentation adeliger Wertvorstellungen in kulturellen Erzeugnissen, in der Literatur. Und das ist ganz spannend. Im Grunde haben wir es hier mit einer Kriegerkultur zu tun, die ihr eigenes Sein reflektiert. Und da wird es ganz spannend, weil diese Kultur sich einerseits feiert in diesen Texten, ja, ihren Reichtum, ihren materiellen, ihre Umgangsformen, ihr Benehmen, und zugleich problematisiert sich diese Kriegerkultur aber auch in ihren Formen der Gewalt, in ihren Exzessen, in ihren Werthaftigkeiten, die in den Texten diskutiert werden. Ja. Im Grunde denkt der Adel in den Texten kritisch über sich nach und über seine Werte, stellt sich zum Teil und seine eigene Kultur auch in Frage, verliert vielleicht Sicherheiten oder problematisiert den eigenen Lebensentwurf auch. Also diese Texte fragen eigentlich ganz grundlegend: Wer bin ich als adeliger Mensch eigentlich? Wie bin ich als adeliger Mensch? Wie will ich denn sein? Und wie gehe ich mit anderen Menschen eigentlich um? Und vor allen Dingen, wie gehen Männer mit Frauen um? Ja, und um solche ganz grundlegenden Fragen menschlichen Seins zu klären und in spannende, unterhaltende Texte zu überführen, da eignen sich Themen wie Liebe und Gewalt ganz besonders gut. Ja, weil hier zeigt sich, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Menschen umgehen sollte, an diesen großen Menschheitsthemen Liebe und Gewalt. Ja, Sie blättern weiter. Wir schauen jetzt nochmal den Hof als Ort für Literatur an. Sie klicken. Wir hatten ja gesagt, es gibt verschiedene Höfe. Wir beginnen mal mit dem Kaiser- und Königshof. Sie klicken weiter. Dort wurde vor allen Dingen Lyrik rezipiert. Minnesang, das heißt Liebeslyrik, und später auch Spruchdichtung. Was ist Spruchdichtung? Das sind auch lyrische Texte, die von allem handeln, was nicht Liebe ist. So kann man das definieren. Also, Spruchdichtung kann sein astronomisches, astrologisches Wissen, politische Zusammenhänge, religiöse Themen gehören zur Spruchdichtung, Alltagsthemen, Weisheitsdichtung, also kluge Sprüche, die Orientierung geben können im Leben und so weiter. All das ist Spruchdichtung. Sie klicken weiter. An Territorialhöfen, an Fürstenhöfen, Sie klicken, wurde vornehmlich Epik rezipiert. Das heißt, in diesen Höfen scheint man ein großes Interesse an Erzähltexten gehabt zu haben, an Artus-Romanen wie an antiken Romanen. Und zusätzlich ist ja auch genau wie am Kaiser- und Königshof Lyrik rezipiert worden. Und wir haben schließlich die Bischofshöfe, und auch da, Sie klicken weiter. Ja, geistliches Mäzenatentum unter dem Stichwort. Sie klicken noch einmal. Da können wir vor allen Dingen Heldendichtungen nachweisen. Das Nibelungenlied zum Beispiel ist wohl an einem solchen Bischofshof entstanden. Also ausgesprochen weltliche Themen, die wir auch an diesen geistlichen Höfen verorten können. Wenn wir sagen, der Hof als Ort für Literatur,
kristallisiert sich ab Mitte des 12. Jahrhunderts zunehmend heraus und wir können literarische Texte ab 1170 dort nachweisen, heißt das nicht, dass der klösterliche Literaturbetrieb verschwindet. Der ist natürlich weiterhin von überragender Bedeutung. Gerade für den lateinischen Bereich. Am Kloster entstehen die meisten literarischen Texte in lateinischer Sprache. Aber auch in volkssprachiger Sprache bleiben die Klöster ein wichtiger Ort der Literaturproduktion. Man muss sich das so vorstellen, dass es neben dem Hof als Ort für Literatur eben auch das Kloster weiterhin als Ort für Literatur gab. Eine parallele Existenz sozusagen, da beide auf sehr unterschiedliche Formen von Literatur zielten. Ja, sie blättern weiter. Oh, Lyrik-Lehrdichtung. Entschuldigung, das habe ich noch vergessen. Auch das findet sich am Bischofshof. Entschuldigung. Sie blättern weiter. Ja, wer sind eigentlich die beteiligten Personen? Welche Akteure haben wir eigentlich im Literaturbetrieb im Mittelalterlichen? Und das sind im Grunde drei. Sie klicken einmal die Gönner. Das ist ein bisschen anders als heute. Im Mittelalter ist Schreiben, das Herstellen eines Buches, eines Schrifttextes eine kostspielige Angelegenheit. Sie können nicht einfach Schreibstoffe kaufen oder Beschreibstoffe kaufen. Das übersteigt eigentlich die finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen, sondern sie brauchen einen adligen Gönner, der ihnen Materialien zur Verfügung stellt. Entweder das oder sie sind in einer klösterlichen Institution, wo diese Materialien schon vorhanden sind und wo die eingekauft werden und eingekauft werden können, weil die Klöster über relativen Reichtum verfügen. Sie klicken weiter. Zweitens natürlich die Autoren, diejenigen, die die Texte verfassen. Sie klicken weiter. Eventuell auch Schreiber. Das muss man unbedingt trennen von Autoren. Autoren sind diejenigen Menschen, die Texte dichten. Schreiber sind diejenigen Menschen, die Texte von Autoren abschreiben, vervielfältigen. Ja, sozusagen, wenn Sie so wollen, die Kopierer des Mittelalters. Ja, dazu werde ich im Laufe der Vorlesung noch einiges sagen. Aber ich glaube, das muss man ganz strikt auseinanderhalten. Und drittens natürlich das Publikum, die Leser und Zuhörer von Literatur. Und über alle drei Gruppen möchte ich jetzt im Folgenden handeln. Sie blättern weiter. Ich beginne mit den Gönnern. Nun, welche Rolle haben die Gönner im Literaturbetrieb? Sie klicken. Das erste und wichtigste ist natürlich die Finanzierung. Das heißt, sie stellen das Schreibmaterial zur Verfügung, sie klicken. Dazu gehört das Pergament, das ausgesprochen teuer ist. Sie sehen hier die schönen kleinen Lämmchen und Schäfchen, deren Haut wird dann zum Pergament verarbeitet, auf das dann literarische Texte niedergeschrieben werden können. Aber dazu gehört auch Tinte. Ja, Schreibstoffe, Kerzenwachs, um das festzumachen, um das zu trocknen und so weiter. Das Zweite, Sie klicken, ist natürlich die Finanzierung der Lebenshaltungskosten des Autors oder des Schreibers, wenn man eine Abschrift eines Textes herstellen möchte. Ein Autor braucht natürlich lange, um einen Text zu dichten und ein Schreiber braucht eine geraume Zeit, um einen Text abzuschreiben. Und das will finanziert werden. Sie klicken weiter. Das bedeutet natürlich, dass Autoren von der Gunst der Gönner abhängig sind. Literatur ist Auftragsliteratur im Mittelalter, entweder von Institutionen, Klöster, die zum Beispiel patristische Werke ihrem Bestand zufügen wollen oder antike Klassiker abschreiben wollen, dann besorgt sich ein Kloster eine Handschrift aus einem befreundeten Kloster und beauftragt dann einen Mönch,
einen der Klosterangehörigen dieses Werk abzuschreiben. Und bei einem Adligen ist es nun so, dass der einen Autor beauftragt, ihm einen Text zu schreiben oder aus einer anderen Sprache ins Deutsche zu übersetzen. Sie blättern um. Woher wissen wir das? Wir wissen das sehr genau aus der Selbstbeschreibung von Autoren. Ich habe Ihnen hier mal eine Selbstbeschreibung aus dem jüngeren Titurell, ein Gralroman des 13. Jahrhunderts, mitgebracht. Der Autor heißt Albrecht. Nachnamen oder Zunamen haben wir nicht, einfach Albrecht. Was schreibt dieser Albrecht über sich? Sie klicken. Mir zubrach der Helfe Lanze an einem Pfosten, schreibt er. Sie klicken weiter auf Neuhochdeutsch. Mir ist die Lanze der Hilfe an einem Fürsten zerbrochen. Also was heißt das? Der Fürst hat ihm seine Gunst entzogen, entweder weil dieser Albrecht nicht die Erwartungen des Fürsten die Erwartungen gestillt hat, oder aber der Fürst ist vielleicht verstorben, ja, und sein Nachfolger hat Albrechts Werk, den jüngeren Titurell, nicht länger fördern wollen. Sie klicken nochmal. Die Folge für Albrecht, so schreibt er jedenfalls, mich drücket Armut die Sphäre. Auch hier neuhochdeutsch übersetzt, mich bedrückt jetzt schwere Armut. Also Sie sehen die finanzielle Abhängigkeit der Autoren von ihren Gönnern lässt sich hier durch solche Selbstbemerkungen ganz gut fassen. Woher haben wir weiter unser Wissen von den gunstvollen Zuwendungen von Gönnern? Meistens können wir die Beziehung von Autoren und Gönnern eigentlich nur in literarischen Texten selbst entnehmen, als Selbstzuschreibung der Autoren. Das hat natürlich immer, oder es hat immer das Problem, ob man diesen Selbstzuschreibungen der Autoren auch vorbehaltlos vertrauen kann. Das sind ja erstmal nur Selbstaussagen in einem literarischen Text. Deswegen nicht immer 100%. Oder wir können nicht davon ausgehen, dass sie immer zu 100% dann auch die Wirklichkeit spiegeln, solche Selbstaussagen. Ganz selten und fast ein Ausnahmebeispiel, blättern Sie mal um, ist, wenn in einer Reiserechnung, wenn also in Dokumenten der Buchhaltung, in Gebrauchstexten von Autoren die Rede ist. Und so eine spektakuläre Reiserechnung ist uns überliefert vom Bischof von Passau, Wolfgang von Erla. In seinen Reiserechnungen, Sie sehen es unten, taucht die Bemerkung in lateinischer Sprache auf, dem Sänger Walter von der Vogelweide für einen Pelzrock 5 Schillinge. Und was können wir dem entnehmen? Erstens, der Bischof von Passau hat Walter von der Vogelweide gekannt. Es gibt eine Art der persönlichen Beziehung. Wie die gewesen ist, das entnehmen wir nicht in diesem Eintrag. Wir entnehmen irgendeine Form der Förderung. Walter hat, um sich einen Pelzrock kaufen zu können, 5 Schillinge vom Passauer Bischof erhalten. Für was er diese 5 Schillinge erhalten hat, was die Gegenleistung war, darüber finden wir keine Aussage. Aber es wird auch schon darauf hingewiesen, in welcher Art und Weise Walter bekannt ist. Er ist als Sänger bekannt, nicht als Diplomat, nicht als Freund, nicht als Reisender, nicht als Bettler, sondern als Sänger. Und hier liegt natürlich die Vermutung nahe, dass er für seine lyrische Dichtung hier entlohnt worden sein könnte. Sie blättern bitte einmal um. Hier sehen Sie die Reiserechnung im Original, wie die aussieht, stark beschädigt. Das ist häufig so bei mittelalterlichen Gebrauchsschriften, bei Dokumenten aus dieser Zeit. Und der unterstrichene Satz ist entscheidend. Sie können vielleicht in der Mitte Vogelweide ganz gut erkennen. Das ist ein Zufallsfund, den wir haben, der uns doch deutlich macht, wie Gönnerverhältnisse
funktioniert haben. Das Problem jetzt ist für uns, dass wir in der Lyrik Walters, der spricht über ganz viele Fürstenhöfe, an denen er gewesen sein will in seinen lyrischen Texten, nur ausgerechnet vom Wolfgang redet er überhaupt nicht in seinen Texten. Das heißt, wir haben einen Autor, der von sich selbst sagt, ich war in ganz vielen Höfen, und ein Dokument, das belegt, dass er am Passauer Bischofshof gewesen ist, aber beides passt irgendwie nicht richtig zusammen. Also eine ganz schwierige Quellenlage hier. Und das gilt für ganz viele Autoren, die wir meistens gar nicht an konkreten Höfen außerhalb ihrer Selbstaussagen nachweisen können durch Dokumente der Verwaltung. Es ist für uns etwas irritierend. Wir haben sehr viele Urkunden, die wir Adelshöfen nachweisen können, aber in keiner dieser Urkunden tauchen unsere Autoren auf. Ja, was ja ein irritierendes Moment ist. Sie blättern bitte weiter. Wir müssen uns kurz über die Kostenunterschiede zwischen Lyrikern und Epikern unterhalten. Sie klicken. Lyrik machen eigentlich zwei verschiedene Personengruppen. Einmal die Adeligen selbst, Hochadelige selbst, das sind sogenannte Dilettanten, produzieren lyrische deutschsprachige Texte. Und dann gibt es noch Hofdichter, die also am Hof eine Anstellung finden, ein kurzfristiges, manchmal auch mittelfristiges Engagement haben. Sie klicken. Ja, das sind die Kurzengagements. Sie klicken noch einmal. Und die muss man, glaube ich, abgrenzen von Epikern, die umfangreiche Erzähltexte schaffen, die natürlich einer langfristigen Förderung bedürfen, die deutlich kostspieliger sind, die zu fördern. Sie blättern. Die brauchen ja eine Kontinuität eben der Arbeitssituation. Ein Roman schreibt man eben nicht mal ganz kurz in 2 Wochen, sondern dazu bedarf es wirklich der Unterstützung von mehreren Monaten, wenn nicht Jahren. Gut, Sie blättern weiter. Was machen die Gönner noch? Also erstens war Finanzierung. Ich glaube, das haben wir jetzt, ich hoffe, ich habe Ihnen das gut darstellen können, was sie finanzieren, woher wir unser Wissen beziehen über die Finanzierungen und welche unterschiedlichen Formen der Finanzierung von Kurz- bis Lang-Engagements es gibt. Das Zweite ist, dass die Gönner Einfluss nehmen auf das Thema, beziehungsweise verantwortlich sind für die konkrete Beschaffung einer Vorlage. Ja, sie klicken. Das heißt, der Gönner nimmt Einfluss auf Stoff und Form. Er geht hin und sagt, ich möchte gern einen Artus-Roman haben. In französischer Sprache ist dieser Roman schon einmal gedichtet worden. Lieber Hartmann von Aue, ich besorge dir eine solche Vorlage. Kannst du das im Deutschen nachdichten, dieses französische Werk? Ja, also der Gönner gibt einen Auftrag, einen ganz konkreten, nach dem, was wir wissen. Sie klicken weiter. Und die Autoren selber haben natürlich solche Vorlagen nicht und sind darauf angewiesen, dass der Gönner ihnen diese Vorlage aus einem befreundeten oder in verwandtschaftlichen Beziehungen stehenden französischen Adelshaus herbeischaffen lässt, wenn es zum Beispiel ein Roman ist, der in Frankreich schon vorliegt. Die meisten unserer Texte im Mittelalter sind Übersetzungstexte, vor allen Dingen zwischen 1170 und 1230 aus dem Französischen. Das ist wie ein Remake bei einem Film. Ein Film existiert schon und ein deutscher Autor macht jetzt sozusagen ein Remake, eine Neufassung eines französischen Textes. Ich komme später in meiner Vorlesung, nicht heute, sondern in einer späteren Vorlesung in den nächsten Wochen darauf zurück. Sie klicken weiter. Woher haben wir hier unser Wissen? Wieder beziehen wir unser Wissen aus den literarischen Texten selbst, dass der Gönner Einfluss nimmt und Vorlagen
beschafft. Im Rolandslied, einem Text um 1170, also ein ganz früher Text aus dieser Phase, heißt es: Nu wünschen wir alle Glieche dem Herzogen Heinrieche, dass ihm Gott lohne. Die Materia, die ist schöne, die Süße wir von ihm haben, das Buch hier ist er vortragen, geschrieben zu den Karlingen, des Gerte die edle Herzoginne eines Riechen Königes Bahn. Ich übersetze Ihnen das. Nun wünschen wir alle zusammen dem Herzog Heinrich, dass Gott ihn belohnen möge. Der Stoff, der ist schön. Wir haben die Süße von ihm, also wir unterhalten uns an ihm. Ja? Das Buch befahl er herbeizubringen, der Herzog. Geschrieben wurde es zuvor in Frankreich bei den Karlingern. Das sind die Franzosen, die hier gemeint sind. Das hat die edle Herzogin gewollt, die Tochter eines mächtigen Königs. Man hat natürlich gerätselt, wer ist dieser Heinrich, der den Auftrag gegeben hat und wer ist dessen Ehefrau, die edle Herzogin. Und die Forschung hat sich darauf geeinigt, dass das niemand anderes ist als Heinrich der Löwe, in dessen Umkreis das Rolandslied wohl entstanden sein dürfte. Dieser Heinrich hat Mathilde geheiratet. Mathilde stammt aus einem Königshaus, nämlich des englischen Königs. Das sind normannische Nachfahren, das heißt, das englische Königshaus ist französischsprachig am Ausgang des 12. Jahrhunderts. Das ist die Tochter Eleonore von Aquitanien, diese Mathilde. Und die scheint gemeinsam mit dem Heinrich einen französischen Text, nämlich das Chanson de Roland, als Rolandslied gern übersetzt zu haben in Deutschland und beauftragen dann eben einen gewissen Konrad, dies zu leisten. Das können wir nur aus dem Text selbst erschließen. Blättern Sie bitte um und klicken Sie nochmal. Es scheint auch so, dass Gönner eventuell schon Probevorträge sich angehört haben und damit den Autor ja kontrollieren konnten, ob das, was er leistet, auch ein gutes Endprodukt garantieren wird. Ja, wir haben zumindest einen Hinweis auf einen solchen Probevortrag und den möchte ich Ihnen jetzt einmal vorlesen. Dieser Hinweis stammt aus dem Aeneas-Roman Heinrichs von Feldecke, ein Text, der zwischen 1175 und 1190 entstanden ist. Und da sagt der Autor Folgendes über sich und seine Arbeitssituation. Heinrich von Feldecke hatte vor längerer Zeit schon den größeren Teil des Textes verfasst und ins Deutsche übertragen, bis dorthin, wo Herr Aeneas den Brief der Lavinia las. Und Heinrich wollte es vollenden. Aber es unterblieb aus einem bestimmten Grund. Er unterließ es wegen einer ärgerlichen Sache, seinen Text zu Ende zu dichten. Das Büchlein war ihm abhanden gekommen. Er hatte es einer Dame zu lesen und anzuschauen gegeben, ehe es vollständig geschrieben war. Das war die Gräfin von Kleve, die freigebige, edle, großzügige, die fürstlich zu schenken verstand. Ihr Leben war vorbildlich, wie es sich für eine Frau von Adel geziemte. Also, was erfahren wir hier? Wir erfahren, dass er das Buch noch nicht fertig hatte, aber das Manuskript eben seiner Gönnerin wahrscheinlich, der Gräfin von Kleve, ausgeliehen hat, die sich das anschauen wollte. Und dann war ihm dieses Manuskript abhanden gekommen. Anscheinend hat er es nicht wieder zurückbekommen, unser Autor. Also hier scheint die Gräfin vielleicht einmal
schauen, ja, sie wollte vielleicht einmal schauen, ob der Autor bis dahin ihren Erwartungen entsprochen hat und die Dichtung auf einem guten Weg war. Ich lese mal weiter vielleicht, weil dieser Text ganz viele historische Persönlichkeiten jetzt auf einmal als weitere Gönnerpersonen ins Spiel bringt. Also Heinrich von Veldecke, Aeneas Roman, so geht es weiter. Als der Landgraf sie heiratete, wurde das Buch in Kleve dieser Dame gestohlen, die es aufbewahren sollte. Deshalb erzürnte sich die Gräfin über den Grafen Heinrich, der es an sich genommen und weggeschickt hatte nach Thüringen in seine Heimat. Dort wurde die Geschichte anders geschrieben, als wenn sie bei Heinrich geblieben wäre. Das ist die volle Wahrheit. Das Buch blieb nämlich 9 Jahre lang Heinrich von Veldecke entzogen, sodass er es nicht wiedererlangen konnte, bis er nach Thüringen kam, wo er den Pfalzgrafen von Sachsen traf, der ihm das Buch überließ und ihm auftrug, es zu vollenden. Hätte er ihm nicht den Auftrag gegeben, er hätte es nicht vollendet. Er musste es aber auch für den Sohn des Landgrafen Ludwig tun. Also vollendete er es auch für den Pfalzgrafen Hermann von der neuen Burg bei der Unstrut, bei dem die Erzählung schön und das Gedicht meisterhaft erschien. Da vollendete es Heinrich von Veldecke auf seinen Befehl und seine Bitte hin. Denn ihm erwies er jeden Dienst, den er sich ausdenken konnte, und gönnte ihm alles Gute, seit er ihn kennengelernt hatte. Das war der Pfalzgraf Hermann, Bruder des Landgrafen Ludwig von Vater- und Mutterseite und Graf Friedrich, dem Heinrich gerne diente. Ja, also, was erfahren wir hier? Wir erfahren, dass der Gräfin von Kleve, und deswegen konnte der Autor sein Buch nicht zurückbekommen, der wurde das Buch gestohlen durch einen Grafen Heinrich, der es nach Thüringen verbracht hat. Und dort fand der Autor das Buch 9 Jahre später wieder und der Pfalzgraf von Thüringen namens Hermann hat ihn beauftragt, das Buch zu Ende zu dichten. Aber dieser Hermann war nicht der einzige, der hier erwähnt wird, sondern eben auch noch ein Graf Friedrich, für den Heinrich von Veldecke das Buch gern zu Ende gedichtet hat. Und wir blättern jetzt einmal weiter. Ich versuche Ihnen die Geschichte ein wenig aufzudröseln, um die es hier geht. Margarete von Kleve, so liest man ganz klar und zweifelsfrei ist das nicht, soll die erste Frau des Landgrafs Ludwig III. Von Thüringen gewesen sein. Vermutlich könnte seine Hochzeit dieser Margarete, der ersten Gönnerin Heinrichs, mit diesem Landgraf Ludwig aus Thüringen 1174 gegeben haben. Und ein Graf Heinrich hat dann auf dieser Hochzeit vielleicht, so könnte man sich das Geschehen vorstellen, das Manuskript gestohlen. Dieser Heinrich ist der jüngere Bruder Ludwigs, des Bräutigams. Und dessen Neffe und Sohn Ludwigs des Dritten, also der Neffe Heinrichs und der Sohn Ludwigs, Hermann, der ab 1190 dann Landgraf von Thüringen wird, nachdem sein Vater Ludwig gestorben ist, der scheint dann das Manuskript von seinem Onkel Heinrich Raspe wieder bekommen zu haben und den Heinrich von Veldecke beauftragt zu haben, das Buch zu Ende zu dichten. Und der erwähnte Graf Friedrich ist ein weiterer Bruder von Hermann. Also sozusagen eine richtige Familiengeschichte, die sich hier um dieses Buch rankt. Natürlich kann man sich überlegen, ob diese ganze Familiengeschichte auch fiktiv sein könnte. Das ist auch schon passiert, ob der Heinrich hier eine Geschichte erfindet, um den Wert seines Buches. Ja, die Gönnerin kann nicht abwarten, es zu lesen und will es schon frühzeitig in ihrem Besitz haben. Ein anderer Graf, dieser Heinrich, klaut es, weil es ihm so wertvoll erscheint und bringt es nach Thüringen. Dann der Landgraf
Hermann ist ein ganz mächtiger Fürst, beauftragt ihn, Heinrich, das Werk zu Ende zu dichten. Also diese ganze Geschichte könnte auch konstruiert sein, um den Autor und seinen Text aufzuwerten. Also ob das alles so den historischen Tatsachen entspricht, sei mal dahingestellt. Das ist immer so die Schwierigkeit für uns bei Gönnernennungen. Warum werden die Gönner eigentlich genannt? In wessen Interesse liegt das? Und wie sieht es mit dem Wahrheitswert aus? Aber nehmen wir mal an, das entspricht zumindest in Teilen der historischen Wahrheit, was wir hier gehört haben. Dann blättern Sie doch bitte einmal um. Wir können diesen Landgraf Hermann von Thüringen, der lebte von 1190 bis 1217, Entschuldigung, lebte er nicht, sondern da war er Landgraf von Thüringen. Aber in dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, wird er nicht als Landgraf erwähnt, sondern als Pfalzgraf. Der scheint also noch nicht Landgraf zu sein. Und das ist für uns jetzt ganz spannend, weil wir aus solchen Erwähnungen Datierungsoptionen bekommen. Ja, also wir wissen ja gar nicht ganz genau, wann diese Texte geschrieben wurden, aber wenn er zur Abfassung des Textes noch nicht Landgraf war, und Heinrich von Feldecke schreibt ja nicht, dass Hermann schon Landgraf sei, dann muss dieser Text vor 1190 entstanden sein. Wäre er nach 1190 entstanden, hätte Heinrich von Feldecke, der Autor, ganz bestimmt erwähnt, dass es Landgraf Hermann von Thüringen gewesen sei, der ihn beauftragt habe, und nicht Pfalzgraf Hermann von Thüringen. Also dieses Buch muss vor 1190 entstanden sein und nach der Hochzeit der Gräfin von Kleve mit dem Ludwig von Thüringen, dem Dritten, das heißt nach 1174. Da hat er schon angefangen. 9 Jahre später hat er das wiederbekommen. Das heißt, ab 1183 konnte er diesen Text fertigstellen. Ja, sodass wir also eine Datierung haben von 1183 bis 1189. Irgendwann in dieser Zeit muss dieser Text fertiggestellt worden sein. Ja, also ganz spannende detektivische Arbeit, um herauszufinden, wann mittelalterliche Bücher entstanden sind. So, Sie klicken bitte. Mit dem Landgraf Hermann ist es ganz besonders. Der hat ganz viele verschiedene Texte literarisch gefördert. Es ist also ein großer Gönner mittelalterlicher deutschsprachiger Literatur. Sie klicken. Neben dem Heinrich von Feldecke sagt auch Herbert von Fritzlar, der hat den ersten Troja-Roman in deutscher Sprache gedichtet, also auch einen antiken Roman, dass Hermann ihn beauftragt habe. Wolfram von Eschenbach erwähnt ihn in seinen großen Romanen, dem Parzival und dem Willehalm. Und auch Walter von der Vogelweide sagt, dass er am Hof Hermanns gewesen sei und in dessen Gunst gestanden habe. Sie klicken weiter. Und wie gesagt, wir können den Feldeckes Aeneas-Roman datieren. Und zwar kann man sagen, er muss nach 1174 entstanden sein. Das wäre der Terminus postquem, das ist die Hochzeit. Und Terminus antequem, er muss vor dem Landgrafenamt Hermanns von Thüringen 1190 entstanden sein. Also es sind ganz wichtige Informationen für Datierungen und für diesen Literaturbetrieb, um den zu rekonstruieren, die wir aus den literarischen Texten selbst erhalten. Sie blättern weiter. Ja, welche Konsequenzen hat diese Form des Literaturbetriebs für unser Literaturverständnis? Nun, Kunst ist im Mittelalter Kunsthandwerk. Das heißt, Menschen können beauftragt werden, ihr Autorhandwerk auszuüben. Das ist etwas anders als das, was wir so seit dem 19. Jahrhundert als Geniegedanke kennen. Der Geniegedanke, der eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, Sie klicken mal, dass nur das literarische Genie aus sich selbst heraus große Werke vollschaffen, schaffen könnte.
So ist im Mittelalter eigentlich der Geniegedanke gar nicht vorhanden, sondern literarische Werke herzustellen ist ein Handwerk, dazu bedarf es rhetorischen Geschicks. Und es bedarf einer Vorlage aus der Antike oder aus Frankreich, es bedarf eines Gönners, der das finanziert und man muss sich auch nach dem Publikumsgeschmack richten. Und die Dichter verstehen sich eher als Nachahmer, denn als Schöpfer, ja, so im Mittelalter. Auch das ist ganz wichtig, so auf das Mimesis-Konzept Aristoteles fußend, will der Dichter eigentlich Abbild der Welt schaffen, in das er dann seine Geschichten platziert. Literatur ist Auftragsliteratur. Sie blättern weiter, das finden Sie hier und Sie klicken noch einmal. Der Dichter ist also eine Form oder eine Art Sprachrohr des Gönners. Wobei man das nicht so eng fassen darf. Wir wissen nicht genau, wie viel Freiheit hat der Gönner dem Dichter gelassen. Ich könnte mir vorstellen, aus meinen Erfahrungen mit der Literatur, dass die Dichter eine ganz große Freiheit hatten und die Gönner zwar gesagt haben, was sie gerne hätten, aber nur sehr marginal, wenn überhaupt, in die Arbeit der Dichter eingegriffen haben. Dennoch musste sich der Dichter natürlich am Publikumsgeschmack orientieren und den Erwartungen des Gönners in irgendeiner Form gerecht zu werden versuchen. Das ist anders als heute in der modernen Literatur. Sie blättern weiter. Geniebegriff sagte ich schon, erst ab 18. 19. Jahrhundert. Das spielt im Grunde für das Mittelalter so gut wie keine Rolle. Sie blättern, also das können wir vergessen, in den Orkus mit dem Geniebegriff. Wir bleiben für das Literaturverständnis hier Literatur als Kunsthandwerk stehen. Wir blättern um. Ja, neben dem Gönner finden Sie in der Wissenschaftsliteratur auch oft den Ausdruck Mäzen. Mäzen meint eigentlich einen dauerhaften Gönner literarischer Menschen. Das heißt, derselbe Gönner finanziert im Grunde einen Autor für einen langen Zeitraum, dauerhaft. Solche Formen des Mäzenats kennen wir aus dem Mittelalter eigentlich nicht. Aber das war in der Antike sehr präsent. Sie klicken einmal. Mäzen leitet sich von einem großen antiken Förderer von Literatur ab, nämlich von Mäzenas. Dieser Mäzenas war ein Vertrauter des Kaiser Augustus. Sie klicken weiter und sie klicken nochmal weiter und der hat Dichter gefördert wie Horaz und Vergil. Ja, aber nochmal anders als dieser Mäzenas, der Horaz und Vergil über Jahre hinaus gefördert hat, kennen wir solche langfristigen Engagements als Förderer im Mittelalter nicht. Sie klicken weiter. Ich komme nach den Gönnern und ihrer Bedeutung für den Literaturbetrieb jetzt zu den Autoren. Hier müssen wir differenzieren zwischen Epikern und Lyrikern. Wir haben im Grunde drei verschiedene Autorgruppen. Das eine sind Minnesänger, das andere sind Spruchlyriker und das dritte sind Epiker. Und das sind auch drei verschiedene Personengruppen, die wir mit diesen Gattungen in Verbindung bringen können. Liebeslyrik machen erst einmal dilettierende Laien, das heißt Hochadelige, die die Kunstform für sich entdecken und jetzt anfangen, Liebeslieder zu singen und zu dichten. Ja, sie klicken. Kaiser Heinrich der VI. Zum Beispiel. Ja, Kaiser Heinrich der VI. Zum Beispiel, der große Stauferkaiser, ist ein solches Beispiel. Wir haben mehrere lyrische Texte von ihm in der manessischen Liederhandschrift überliefert. Spruchlyrik, Sie klicken weiter, Sie sehen hier ein Bild des Marners. Das sind Fahrende, die vornehmlich Spruchlyrik oder fast ausschließlich Spruchlyrik betreiben. Personen, die rechtlos waren, die von einem Ort zum anderen gezogen sind,
und ihre Sprüche für Entgelt dargeboten haben. Arme, unbehauste, Nichtadelige, ja, die eben gucken mussten, wie sie von ihrer Kunst und kleineren Aufträgen leben konnten. Und dann zum Dritten haben wir Epiker. Das sind geistlich gebildete Autoren, die mit der lateinischen Schriftkultur vertraut waren, wo immer sie ihr Wissen herbekommen haben, ob sie tatsächlich eine kirchliche, klösterliche Ausbildung durchlaufen haben und dort in Rhetorik geschult worden sind, ob sie vielleicht sogar Mönche oder Geistliche an Stiften, an Kirchen waren. Wir wissen wahnsinnig wenig über diese Epiker und ihre Lebensumstände. Wir können eben aus ihren Texten heraus immer nur erschließen, dass sie hochgebildete Menschen waren. Ja, sie klicken weiter. Ja, woher stammen die Informationen, die wir über Autoren haben? Und hier gilt Ähnliches wie über unsere Aussagen zu den Gönnern. Sie klicken. Es sind Selbstaussagen der Autoren in ihren literarischen Texten. Also zum Beispiel hier aus dem ersten Troja-Lied in deutscher Sprache. Ihr hat Ditz Gedichte wohl gehort, es Dichte von Fritzler Herbort, ein gelahrter Schullehre. Also ihr habt dieses Gedicht hören können, es dichtete Herbort von Fritzler, ein gelehrter Schüler. Ja, was heißt das eigentlich, ein gelehrter Schüler? Ja, wahrscheinlich also jemand, der zur Schule gegangen ist, wenn es nicht die Schule des Lebens oder die Schule der Literatur hier meint, und er reklamiert für sich eben Bildung. Und das kann nur lateinische Bildung heißen in diesem Fall. Es sind solche Aussagen, Selbstaussagen, über die wir unser Wissen beziehen. Sie klicken weiter. Wir haben aber Aussagen anderer Dichter über Dichter. Zum Beispiel aus Gottfrieds Tristan. Noch ist der Verwehre mehr, von Steinache Blicker, Düsinen Wort sind Lusser. Es gibt noch mehr Färber, also Weltenfärber, Maler, die uns ganze Buchwelten vor Augen stellen, ist damit gemeint. Und jetzt kommt einer dieser Maler, dieser Färber fiktiver Welten, Blicker von Steinach. Seine Worte sind wunderschön. Gottfried spricht also über einen Dichterkollegen, den er kennt, der vor ihm oder zeitgleich mit ihm gedichtet hat. Das Problem, wir kennen diesen Blicker von Steinach nicht und haben auch kein Werk, das unter seinem Namen überliefert ist. Also wir haben hier mal einen Autor ohne Text und wissen nur, dass der großartig gewesen sein muss. Sie klicken weiter. Eine dritte Informationsquelle sind Miniaturen in Handschriften. Hier ist dargestellt in der Mitte mit dem Wachstriptychon in seinen, ein Diptychon ist das, eine kleine Wachstafel, Gottfried von Straßburg selbst. Also ein Bildzeugnis eines Autors. Historische Zeugnisse, Sie blättern bitte um, wie das Walters von der Vogelweide, sind ganz selten. Und es ist fast eine Ausnahme, dass wir so etwas hier vorfinden. Sie klicken nochmal weiter. Wir haben weiter Zuweisungen durch Schreiber. Ja, hier in der Weingartner Liederhandschrift wird der Text, den Sie da oben sehen, einem Autor zugewiesen. Diese Zuweisung erfolgt durch den Schreiber der Handschrift und Sie können ja mal gucken, ob Sie den Autornamen erkennen können. Der ist nämlich in rubrizierter Form, in den roten großen Buchstaben über dem Bild festgehalten, der Autorname. Es ist der Burggraf von, das ist das V mit dem Strich drüber, Burggrafe von
Riten. Bu und dann oben noch RG drüber geschrieben, weil kein Platz mehr war. Also der Burggraf von Rietenburg. So heißt der Autor. Also wir wissen etwas über Schreiber, von Schreibern über Autoren und ihre Texte. Sie blättern weiter. Was heißt das letztlich oder ein Fazit? Diese Autoren, über die wir das Wissen beziehen, sind abhängig vom Gönner. Und zwar in verschiedenster Form. Das sind die wichtigsten Akteure des Literaturbetriebs. Der eine, der einen Auftrag gibt, der sein Selbstverständnis, sein kulturelles Selbstverständnis in den Texten niedergelegt sehen möchte, und die Autoren, die diesem Interesse jetzt entgegenkommen. Sie blättern um, dann kommen wir zur dritten Größe, nämlich dem Publikum. Und das sind vor allen Dingen, Sie blättern bitte, Frauen. Zur Hofgesellschaft gehören Frauen, und viele dieser Frauen sind als Gönnerinnen in Erscheinung getreten, und viele Texte richten sich explizit an Frauen als Leserinnen oder Zuhörerinnen. Sie blättern weiter. Anders gesprochen, wir haben natürlich auch männliche Auftraggeber, neben den Frauen selbstverständlich. Wir haben immer mit einem gemischten Publikum zu rechnen. Nichtsdestotrotz weisen immer wieder Autoren auf die besondere Rolle der Frauen als Förderinnen von Literatur hin. Wie nun ist Literatur rezipiert worden durch das Publikum? Das eine ist durch den öffentlichen Vortrag. Wir haben also die Rezeption durch Hören und Musik. Da haben wir viele Bildzeugnisse. Sie sehen hier eins wieder aus der manessischen Liederhandschrift. Das heißt, der Literaturvortrag hat Ereignischarakter, diente dem Hof und den Zuhörern am Hof zur Unterhaltung. Aber daneben gibt es auch durchaus Zeugnisse für stilles Lesen oder für Vorlesen. Ich habe Ihnen mal zwei Zeugnisse mitgebracht, die uns das Lesen als Kulturtechnik nahe bringen. Das eine stammt aus dem Artus-Roman Iwein Hartmanns von Aue. Da heißt es, ich nehme das Neuhochdeutsche, diese Treppe führte ihn, unseren Helden, in einen Park, der so ausgedehnt war, dass er weder zuvor noch danach jemals einen prächtigeren zu sehen bekam. Dort hinein hatte sich ein betagter Edelmann gelegt, um sich auszuruhen. Dem war ein Bett hergerichtet, über das die Göttin Juno hoch erfreut gewesen wäre, als sie noch in höchstem Ansehen stand. Das schöne Blütenmeer, der makellose, Sie blättern, Rasen verbreiteten süßen Duft um ihn. Der Edelmann lag prachtvoll da, er war in Würde gealtert, und ich nehme an, eine Edeldame, die da an seiner Seite saß, war seine Frau. Sie beide konnten in so hohem Alter nicht vortrefflicher aussehen noch sich verhalten. Und vor ihnen beiden saß ein Mädchen, das sehr gut, wie ich gehört habe, Französisch lesen konnte. Die vertrieb ihnen die Zeit. Auch konnte das Mädchen ihnen mit Leichtigkeit ein Lachen entlocken. Was auch immer sie las, erschien ihnen köstlich. Erschien ihnen köstlich. Punkt. Also, hier haben wir ein Zeugnis für das Vorlesen von Literatur im privaten Rahmen. Sie merken schon, auch unsere Zeugnisse, wie die Rezipientinnen Literatur rezipiert haben, gründet sich auf die literarischen Texte selbst. Sowohl der Vortrag, der Gesang, als auch solche Vorlesesituationen begegnen uns nur in literarischen Texten. Außerhalb von literarischen Texten ist uns nichts überliefert, was darauf schließen lässt, wie Menschen im Mittelalter Literatur rezipiert haben. Und auch das sind natürlich alles hochproblematische Quellen, literarische Texte. Die bilden ja nicht einfach die Wirklichkeit ab, sondern die schneiden Wirklichkeit nach bestimmten Maßgaben zu. Ja. Ein drittes Beispiel eines literarischen Textes, jetzt für stilles Selbstlesen,
finden wir bei Konrad von Würzburg aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Er hat eine tolle Kurzgeschichte geschrieben, Der Weltlohn. Darin heißt es: Einst saß der vielgepriesene Edelmann in einem Zimmer und hatte große Freude. Er hielt ein Buch in seiner Hand, worin er Abenteuergeschichten fand, die von der Liebe handelten. Damit hat er sich den ganzen Tag bis zum Abend die Zeit vertrieben. Er hatte sehr große Freude an den lieblichen Erzählungen, die er las. Wir müssen also mit drei verschiedenen Formen der Rezeption von Literatur rechnen. Der große Vortrag am Hof vor versammelter Gesellschaft, das private Vorlesen und das leise, stille Lesen für sich selbst. Auf Lesen weisen auch Bilderhandschriften hin, wo also der Leser gleichzeitig die Bilder betrachten konnte. Wir finden in anderen Handschriften auch Akrostika, die ganz klar zeigen, dass wir es auch mit einer stillen Lesekultur zu tun haben. Gut, soweit. Sie blättern nochmal um. Ich bin Ihnen noch einen dritten, und zwar ganz kurz, einen dritten Ort der Literaturproduktion, den bin ich Ihnen noch schuldig. Wir hatten am Anfang im Frühmittelalter die Klöster, dazu kamen ab 1170 dann die Adelshöfe und in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kommen Städte als Orte der Literaturproduktion und Rezeption dazu. Wir haben es ab dann mit einem städtischen Literaturbetrieb zu tun. Sie blättern bitte um. Es bildet sich ein Stadtadel aus, ein Patriziat in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, eine Elite, eine kulturelle, zu der dann auch große Kaufmannsfamilien gehören. Und diese städtische Elite hat ein ähnliches Repräsentationsbedürfnis wie der Hochadel um 1170. Es entwickelt sich ein neues Selbstbewusstsein, das der Bedeutung der Städte entspricht. Und ein Interesse an einer eigenen Kultur, an einem eigenen kulturellen Ausdruck. Aber, und das ist für uns sehr spannend, hier werden auch Literaten gefördert, aber im Grunde orientiert man sich in der Literatur an dem Adel. Also man übernimmt wahnsinnig viele Formen, auch, die auch schon der Adel um 1170 gefördert hat. Also es gibt jetzt keine ausgeprägte städtische Literatur, die man von der Adelsliteratur abtrennen könnte in der Form. Jedenfalls nicht vor dem 15. Jahrhundert. Dann sieht das ein bisschen anders aus, dann kommen ganz eigene literarische Typen, die wirklich nur verständlich sind vor einem städtischen Hintergrund in die deutsche Literaturgeschichte. Zum Beispiel die geistlichen Spiele. Das sind dramatische Texte, die dann auf Bühnen in der Stadt aufgeführt wurden. Konrad von Würzburg ist ein typischer städtischer Autor des 13. Jahrhunderts, der ganz viele verschiedene Texte geschrieben hat, sich aber nochmal nicht von adligen Texten des 12. Jahrhunderts in der Form radikal unterscheiden würden. Der höfische Literaturbetrieb und auch der klösterliche Literaturbetrieb existieren neben diesem städtischen Literaturbetrieb weiter. Damit soll es heute genug sein. Es kommen zwar noch einige Folien, aber ich habe Ihre Zeit schon über Gebühr strapaziert. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben einiges über den mittelalterlichen Literaturbetrieb gelernt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und ich freue mich schon darauf, Sie nächstes Mal wiederzuhören. Vielen Dank.